Ja, jetzt muss man hier drauf drücken. Ja, herzlich willkommen, liebe Fußballfreunde, zur Pressekonferenz anlässlich des Spiels der Regionalliga Südwest KSV Hessen gegen Wormatia Worms. Endstand vor 2007 Zuschauern 1:1. Wir begrüßen mit Maximilian Mehring und Tobi Damm beide Trainer und geben natürlich dem Gast das erste Wort. Ja, hallo zusammen. Zwar keiner da, aber trotzdem hallo von meiner Seite. Muss mich zusammenreißen. Bin der Meinung, dass wir relativ schlecht ins Spiel reingekommen sind, dann froh sein müssen, dass wir nicht relativ früh in Rückstand geraten. Danach muss ich allerdings sagen, waren wir aus meiner Sicht die ganz klar bessere Mannschaft. Gehen auch verdient 1:0 in Führung und müssen das Spiel dann einfach zu Ende spielen. Auch in der zweiten Halbzeit extrem viel gute Ballbesitzphasen gehabt, wo dann leider Gottes nicht zu Ende gespielt haben. Aber wir waren einfach am Drücker und vor allem auch, wenn ich sehe, dass man im Vorfeld 4 Spieler ersetzen mussten, dann fällt uns noch Fati Köksal in der ersten Halbzeit auch noch mit raus. Wie wir damit dann wieder umgegangen sind, auch den Widerstand wieder überwunden haben, richtig gut. Kann meiner Mannschaft eigentlich nur ein Kompliment machen für ein couragiert geführtes Auswärtsspiel. Und am Ende waren dann halt auch noch 3 Personen beteiligt, die dann heute auch ihr Übriges dazu getan haben. Und am Ende geht es halt 1:1 aus und müssen wir sogar mit dem Punkt noch leben, wobei ich trotz allem nochmal der Meinung bin, dass es heute zu wenig ist. Danke. Ja, vielen Dank. Tobi, 1:1. Gratulation zum Punkt. War das zu viel, zu wenig, glücklich? Wie siehst du es? Wir haben gut angefangen und gut aufgehört und dazwischen war nicht gut. Wir haben nach den ersten 10 Minuten Worms immer besser ins Spiel kommen lassen. Hatten keine Tiefe mehr im Spiel, haben nach vorne keinen Zugriff mehr gehabt. Und Worms dann immer wieder in die Umschaltsituation gekommen. Die Wormser sind dann immer besser ins Spiel gekommen und wir haben sehr geduldig gespielt. Das war uns heute auch klar, dass wir viel Geduld zeigen müssen. Aber das war dann auch in der ersten Halbzeit einfach zu wenig, auch im Spiel nach vorne. Und die Wormser haben dann auch eiskalt zugeschlagen. Wie gesagt, haben dann immer wieder von Minute zu Minute das Spiel auf ihre Seite gezogen und dann das Tor auch gemacht, verdient in der ersten Halbzeit. Und waren auch klar spielbestimmend in den ersten 15 bis 20 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo wir überhaupt keinen Zugriff mehr hatten. Und haben dann auch umgestellt, haben einen zweiten Stürmer gebracht oder vielmehr dann auch mit 2 Stürmern gespielt. Und unser Spiel hat eigentlich erst stattgefunden nach der 70. Minute, nach der gelb-roten Karte. Wieso, weshalb, warum, weiß ich noch nicht. Muss ich mir nochmal Gedanken drüber machen. Danach haben wir Emotionen ins Spiel gebracht. Wir haben unser Spiel auch nach vorne, natürlich klar, mit einem Mann mehr, dann auch besseren Zugriff gehabt, zu Tormöglichkeiten gekommen, zu Flankensituationen gekommen. Ja, und dann machst du dann noch zum Glück das 1:1. Ja, und dann musst du natürlich am Ende, um deine Frage zu beantworten, musst du am Ende mit dem einen Punkt zufrieden sein. Das muss man auch einfach sagen, war auch nicht mehr drin heute. Und von daher nehmen wir jetzt den Punkt mit. Freue mich erstmal, dass Olli heute auch nach langer Zeit, nach schwerer Verletzung, wieder auf den Platz gekommen ist. Dann sich auch belohnt hat mit dem Tor. Das ist, glaube ich, mit das Positivste an dem Tag heute. Und natürlich vielen Dank auch nochmal an die Helfer heute Morgen. Wir hatten um 10 Uhr Platzbegehung. Der Platz war voll mit Schnee. Innerhalb von einer Stunde waren ein paar Helfer da. Und dann war der Platz auch wieder ganz schnell grün. Von daher da auch nochmal vielen Dank, dass das Spiel heute so stattfinden konnte. Leider konnten wir es nicht mit 3 Punkten belohnen. Aber dafür war der Gegner heute auch, muss man sagen, wirklich gut. Vielen Dank. Ja. Danke, Tobi. Gibt es Fragen seitens der Presse? Keine. Dann bedanken wir uns bei beiden Trainern. Bedanken uns natürlich bei Ihnen für Ihren Besuch. Ein schönes Wochenende euch, einen guten Nachhauseweg, natürlich, ist klar. Und wir sehen uns dann in 14 Tagen wieder hier in alter Frische. Tschüss und schönes Wochenende. Servus.